Television Zwickau. Deine Region im Bild. Comedia Concept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Demo vor der Kreistagssitzung. Wohnungsverband würdigt Webobau und Blasmusiker aus aller Welt bei der 13. Saxoniade. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tag aktuell vom Donnerstag. Und da steigen wir auch direkt ein mit unserem ersten Thema. Die gestrige Kreistagssitzung in der Glauchauer Sachsenlandhalle hat mit einer Demonstration begonnen. Zwei Bürgerinitiativen waren angereist, um den Kreisräten ihre Situation im Hinblick auf geplante Windkraftanlagen zu verdeutlichen. Der Anfang dieser Aktion liegt bereits 3 Monate zurück. Damals hatten die Vertreter der beiden Bürgerinitiativen die Bürgerfragestunde genutzt, um sich mit ihren Problemen an die Kreisräte zu wenden. Wir haben vor dem letzten Kreistag die Kreistagsfraktionen aufgefordert, die Bürger anzuhören und die Befindlichkeiten der Bürger und die Ängste der Bürger wahrzunehmen, vor allen Dingen ernst zu nehmen. Die Bürgerinitiativen sprechen sich dafür aus, künftige Windkraftanlagen in ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung zu errichten. Sie fordern die sogenannte 10H-Regelung, das heißt, Abstand ist gleich 10-fache Höhe des Windrades. 2000 Meter Abstand von der Wohnbebauung, weil die neue Generation von Windenergieanlagen 200 Meter hoch sein werden. Das bedeutet also für uns, wenn das nicht eingehalten werden würde, würde die Bebauung derzeit 750 Meter oder sogar teilweise noch 500 Meter von der Wohnbebauung dann Windenergieanlagen in diesen wahnsinnig großen Höhen errichtet werden können. Ganz entscheidend ist eben, dass der Wertverlust von Grundstücken bis zu 70% sein kann. Das ist eben eine Sache, es gibt da keine Entschädigung. Der zweite große Part ist der gesundheitliche Aspekt. Der Infraschall, der durch diese Windräder ausgestoßen wird, ist noch nicht erforscht. Das Umweltbundesamt hat Forschung in Auftrag gegeben, Robert-Koch-Institut auch. Man ist sich eben noch nicht sicher, ob das nicht doch Schädigungen hervorheben kann. Und es gibt eben, wie gesagt, keine Gutachten. Nach der Kreistagssitzung sah man den Vertretern der Bürgerinitiativen die Freude an. Also ich glaube, in beiden Namen zu sprechen zu können, beider Bürgerinitiativen, wir sind sehr zufrieden heute mit dem Ergebnis. Der Änderungsantrag ist durchgegangen. Wir haben jetzt im Ergebnis die 10H-Regelung. Wir haben die Einbeziehung aller Windenergieanlagen in die Rechnung. Und gut, im dritten Punkt war noch die Beteiligung der Kommunen. Auch das finden wir in Ordnung, dass die Bürger gefragt werden und dass die Bürger entsprechend das Bürgeranliegen dann auch rüberkommt. Und auch Sie zufrieden mit der heutigen Sitzung? Sehr zufrieden. Also man hat vor allem gesehen, dass die Fraktionen dieses Thema sofort aufgenommen haben. Also es war wirklich sehr, sehr schnell und auch intensiv damit sich beschäftigt haben. Und das Ergebnis spricht eigentlich für sich. Es lohnt sich also, nicht nur auf die Politiker zu schimpfen, sondern die gewählten Vertreter auch in die Pflicht zu nehmen, wenn irgendwo der Schuh drückt. Der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hat die WEWOBAU für ein zukunftsträchtiges Projekt ausgezeichnet. In Marienthal rüstet die Genossenschaft ihre Wohnungen mit elektronischen Hilfssystemen aus, um selbstbestimmtes Wohnen auch im Alter zu ermöglichen. Ein Projekt, auf das mittlerweile Vermieter aus ganz Deutschland schauen. In einer Musterwohnung in der Martin-Andersen-Nexö-Straße ist die gesamte Palette aller möglichen Helferlein installiert. Blinkende Lichtleisten, damit auch Hörbehinderte erkennen, wenn eine Aktion erforderlich ist. Es gibt sprechende Möbel, damit demenzkranke Menschen an wichtige Dinge erinnert werden. Und die Heizungssteuerung erfolgt vollautomatisch. Die Auszeichnung vom Wohnungsverband ist für die WEWOBAU eine ganz besondere Ehrung. Ja, es ist kein Spaßpreis, wir werten das ganz hoch, weil das ja ein Preis ist, der durch den GdW ausgelobt wurde mit, ist die dritte Auslobung. Und im GdW sind rund 3000 Wohnungsunternehmen, davon 1000 Wohnungsgesellschaften und etwa 2000 Genossenschaften mit 2,5 Millionen Wohnungen vertreten in, ich glaube, 15 Regionalverbänden. Und dadurch ist es schon ein recht hoher Preis.
Einen hohen Anteil daran hat auch die Westsächsische Hochschule Zwickau. Viele Komponenten dieser zukunftsweisenden Wohnung wurden dort erdacht, programmiert und entwickelt. Nun könnte deren Arbeit auch deutschlandweit Schule machen. Die Projektbeteiligten sind derzeit überall gefragt. Ja, da sind wir ja dran momentan. Der Professor Teich ist zur gleichen Zeit heute in Berlin-Brandenburg zu den Brandenburger Hoftagen und diskutiert dort mit Experten von Hochschulen und Wohnungswirtschaft über die Anwendung, breite Anwendung in der Wohnungswirtschaft deutschlandweit. Und unsere kaufmännische Prokuristin ist zur Berlin-Brandenburgischen Bildungsakademie und informiert dort über die Einführung von Assistenzsystemen in der Wohnungswirtschaft und deren wirtschaftlichen Nutzen. Auf den Lorbeeren ruht sich die WEWOBAU also nicht aus. Im Gegenteil, zusammen mit anderen Partnern wird schon am nächsten Projekt gearbeitet. Ja, wir haben vor, gemeinsam mit der GIZ, mit der Smart Facility und der Hochschule im Erlenbad so ein Informationszentrum einzurichten, wo der Stadtrat ja in der letzten Woche entsprechende Fördermöglichkeiten beschlossen hat, Zuschüsse. Wie ist da der Zeitplan? Wann soll es losgehen? Es geht dieses Jahr schon los, aber 3,2 Millionen verbaut man nicht in einem Jahr. Also es wird sicherlich so über 2 bis 3 Jahre gehen. Die Ideen für das Erlenbad klingen vielversprechend. Hier sollen in der Zukunft die Fäden zusammenlaufen. Sebastian Wolf, der auch schon am Projekt Musterwohnung beteiligt war, hat schon genaue Vorstellungen. Also es soll halt sozusagen so eine Art Monitoringzentrum werden, wo halt die ganzen Informationen zusammenlaufen. Wenn wir hier zum Beispiel im Marienthal verschiedene Wohnblöcke miteinander verknüpfen oder ganze Liegenschaften, soll halt sozusagen ein Quartierskonzept entstehen, wo dann halt die Daten im Erlenbad auflaufen und visualisiert werden können. Jedenfalls an einer großen Leinwand oder sowas an der Stelle. Die Zukunft hat also schon längst begonnen. Und die elektronischen Steuerungen machen das Leben nicht komplizierter, sondern helfen auf ganz einfache Weise, das Wohnen künftig noch komfortabler zu machen. Werbung. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. 40 Jahre Wahnsinn! Der Liedermacher Konstantin Wecker feiert dieses runde Bühnenjubiläum auch in Zwickau. Am 17. Juli live mit Band im Konzert- und Ballhaus Neue Welt. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder den Tickethändlern im Internet. 40 Jahre Wahnsinn. Konstantin Wecker und Band. 17. Juli, Neue Welt. Ich komme in den Sportpark wegen meiner Gesundheit. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist alles prima, die Knochen werden entlastet, dadurch schon wieder fit gemacht, der Rücken, die gute Rückenschule hier, die ist prima. Also mir gefällt es hier ganz toll und mir gefällt hier das ganze Ambiente sehr gut. Vor allen Dingen auch angefangen von den Umkleideräumen, von den Duschen, von der Sauna, vom Saunabereich insgesamt. Also das ist das Tolle hier. Ohne den Sportpark geht nichts mehr. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau.
Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Das Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg und der Gasthof Giegengrün mit seinem einmaligen Saal laden Sie recht herzlich zum Verweilen ein. Mit öffentlichen Spa-Wellnessmassagen, Schwimmhalle und Saunabereich, mit Essen vom Feinsten, bleiben keine Wünsche offen. Die Restaurants in beiden Häusern, die täglich ab 11 Uhr für Sie geöffnet haben, verfügen über herrlich angelegte Biergärten mit Kinderspielplätzen und ausreichend Parkmöglichkeiten auch für Busse. Zu geschlossenen Veranstaltungen aller Art sowie festliche Hochzeiten sind Sie bei Flexig immer richtig. In verschiedenen liebevoll eingerichteten Gasträumen in beiden Häusern werden bis zu 130 Gäste mit den Köstlichkeiten der Region verwöhnt. Besonderheiten sind Fahrten mit den hauseigenen Oldtimern oder das Giegengrüner Heimateck mit seinen lebensgroßen beweglichen Figuren der erzgebirgisch-vogtländischen Tradition mit einer Hausbäckerei, wie es sie weit und breit nicht noch einmal gibt. Den Rahmen für bleibende Erinnerungen im Hotel ist die Übernachtung mit Frühstück für die ganze Familie, ihren Verwandten und Freunden. Flexig bietet alles. Dr. Grünwald, was ist denn das Besondere an Rosaxan? Rosaxan enthält sehr viele Hagebutten. Die sind reich an Mangan. Das brauchen wir für die Bildung des Bindegewebes und für den Erhalt der Knochen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Uta Röder Moden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Röder Moden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann. Und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet. Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Die 13. Saxoniade lockte von Donnerstag bis Sonntag Jugendblasorchester aus aller Welt in den Landkreis Zwickau. Nicht nur bei zahlreichen Veranstaltungen im Schützenhaus und im Hotsportzentrum Hohenstein-Ernsthal bewiesen die Ensembles ihr Können. Einer der Höhepunkte des internationalen Festivals war die Musikschau der Nationen am Samstag in Zwickau. Das Wetter konnte dabei nicht besser sein. Strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad. Die Zuschauer ließen sich von der großen Hitze nicht abhalten und suchten sich im Domhof ein schattiges Plätzchen. Unterhalten wurden sie unter anderem von Orchestern aus Litauen, Tschechien, der Slowakei und Bulgarien. Sogar aus dem entfernten China waren Instrumentalisten angereist. Gemeinsam spielten die Musikgruppen bekannte Melodien, unter anderem den berühmten Cornel Bogey March, aber auch Smoke on the Water sowie den traditionellen Steigermarsch. Die musikalische Leitung des Konzertes lag in den Händen von Wolfgang Kulich. Kurzweilige Performances mit farbenprächtigen Kostümen rundeten die Musikschau der Nationen ab.
Für den Bau der neuen JVA in Marienthal beginnen am Montag die Arbeiten an der Bau- und Erschließungsstraße. Sie hat eine Gesamtlänge von 450 Metern und kostet rund 1 Million Euro. Wegen des schwierigen Baugrundes müssen spezielle Technologien für die Stabilisierung angewendet werden. Die Errichtung der Straße übernimmt die Bickert Bau GmbH aus Merane. In Bernsdorf ist ein Autofahrer am Mittwochnachmittag während der Fahrt verstorben. Der 62-Jährige war auf der unteren Hauptstraße hinter dem Lenkrad zusammengesackt. Der Opel krachte daraufhin gegen einen Baum. Der 27-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Patienten mit multipler Sklerose treffen sich am Samstag im Saal der Pauluskirchgemeinde in Marienthal zu einem Erfahrungsaustausch. Im Mittelpunkt steht der Vortrag einer Medizinerin der Uniklinik Dresden. Beginn ist am Samstag 14 Uhr. Anmeldungen von Betroffenen oder deren Angehörigen nehmen die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe oder die mobile Behindertenhilfe der Stadtmission entgegen. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Am Wochenende steigt in Zwickau wieder das Störfaktor-Festival auf dem Flugplatz. Im Vorfeld haben die Veranstalter einen Hilferuf gestartet. Die ursprünglich geplante Unterkunft für die Bands aus ganz Deutschland wurde abgesagt. Nun soll vor Ort eine Möglichkeit geschaffen werden, die Musiker unterzubringen. Feldbetten, Matratzen, Luftmatratzen und Ähnliches werden nun benötigt, damit das Festival ohne Probleme über die Bühne gehen kann. Mehr als 10.000 Besucher feierten am Wochenende in Schneeberg Sommer am See. Das Mega-Frischluftereignis am Filzteich erlebte in diesem Jahr bereits seine 15. Auflage. Bei ohnehin schon heißen Temperaturen brachten unter anderem Gestört aber geil, Jean Finn und Kitty Cat das Publikum noch mehr zum Schwitzen. Zusätzlich heizten farbig blinkende Robotermenschen die Stimmung an. Von Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgelassen getanzt. Ob Pop, Rock, Elektro, Techno, Hip-Hop oder Schlager. Auf insgesamt 4 Dancefloors war für jeden Geschmack etwas dabei. Veranstaltet wurde das Open-Air-Event vom Zwickauer Nachtwerk. Extra für die diesjährige Sommerparty hatte die Diskothek eine neue Sound- und Lichtshow entwickelt. Der Tast-, Duft- und Erlebnisgarten veranstaltet am Samstag zusammen mit dem Globusmarkt ein großes Gartenfest. Anlass ist das 50-jährige Globus-Jubiläum. Vor diesem Hintergrund hatten Mitarbeiter des Marktes in dem Kainsdorfer Gelände umfangreiche Verschönerungsarbeiten veranlasst. Der Tast-, Duft- und Erlebnisgarten befindet sich direkt hinter der Lukas-Werkstatt und bietet am Samstag bis in den späten Nachmittag hinein ein umfangreiches Familienprogramm. Für besonders gute Schüler hat das August-Horch-Museum ein spezielles Angebot zum Ferienbeginn. Wer einen Notendurchschnitt von maximal 1,9 hat, kann die Ausstellung zum halben Preis besichtigen. Das Angebot gilt für alle Altersklassen vom Grundschüler bis zum Berufsschüler am Tag nach der Zeugnisausgabe. Werbung. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt.
wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur hohen Qualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Hotelpension Flexig, Hartmannsdorf bei Kirchberg. Täglich ab 11 Uhr Essen vom Feinsten. Telefon 037602 6342. Herzlich willkommen beim Homecare Service Treitschke, dem kompetenten Partner, wenn es um Ihr Wohlbefinden geht. Sie finden uns mit unserer Firmenzentrale und dem Sanitätshaus am Schlobigplatz in der Thomasmannstraße 2. Als Partner aller Krankenkassen kümmern wir uns, wenn es in Ihrer Familie gesundheitliche Probleme gibt. Auch die Klärung bürokratischer Belange gehört bei uns zum Tagesgeschäft. Außerdem bieten wir Komplettleistungen rund um die häusliche Pflege an. In unserem Homecare-Bereich unterstützen wir Sie mit ableitenden und saugenden Inkontinenzhilfen, moderner Wundversorgung sowie mit Tracheostoma-Materialien. Zusammen mit der enteralen Ernährung und der Stoma-Versorgung sind wir seit mehr als 20 Jahren für Sie unterwegs. Unsere fachlich kompetenten Mitarbeiter nehmen sich Zeit für Sie. In unserer modernen Orthopädie-Werkstatt am Standort Thomasmannstraße gehen wir minutiös auf Ihre Bedürfnisse ein. In den modernen Werkstätten unserer Orthopädie-Technikabteilung fertigen wir für Sie individuell Hilfsmittel für alle Körperbereiche. Ob Bandagen, Schuheinlagen, Orthesen oder Prothesen, alles wird individuell auf Sie zugeschnitten und Ihren Bedürfnissen angepasst. Mit modernster Computertechnik unterstützen wir dabei den Fertigungsprozess. In unserer Reha-Werkstatt an der äußeren Dresdner Straße halten wir das komplette Angebot von Gehhilfen über Rollstühle bis hin zum Badewannenlift für Sie bereit. Wir befinden uns also hier im Reha-Team der Treitschke GmbH. Wir kümmern uns also besonders um die Hilfsmittel bei Entlassung aus der Klinik im häuslichen Bereich. Wir sind also ein Logistikunternehmen, wir versorgen Sie zu Hause. Wir haben also von Rollatoren über Treppensteiger, Treppen müssen bewältigt werden, Fahrzeuge. Wir haben also hier die komplette Versorgung, Werkstatt und betreuen Sie zu Hause und betreuen Sie also rund um die Uhr mit Reha-Technik. Mit Fingerspitzengefühl und Sensibilität unterstützen Sie unsere Mitarbeiter beim Einsatz und der Handhabung sämtlicher Hilfsmittel in der häuslichen sowie stationären Pflege. Auch am Standort Eckersbach in der Scheffelstraße 46 sind wir mit unserem Sanitätshaus und Gesundheitszentrum präsent. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr unter 0375 27 21 590 erreichbar. Unser Motto: Beginnen Sie den Tag mit einem Lächeln. Denn Lächeln ist gesund. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Day Spa Zwickau. Ein bunter Strauß schöner Ideen. Für die schönste Überraschung mit Gutscheinen von Despa Zwickau, dem Partner, der Freundin oder Kollegen, wundervolle Entspannung und eine Wohltat für Geist und Körper schenken. Despa Zwickau, die schönsten Ideen für einen schönen Tag. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank, Zufahrt über Lothar-Streitstraße. Im Netz unter www.despa-zwickau.de. Thank you.
bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Zogen. Es ist, hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Jetzt am Start die noch schnellere Zweierkombi von Tele Columbus. Die Spannung steigt. Internet-Flatrates mit bis zu 150 Megabit. Bahnfrei. Und dazu die super günstige Telefon-Flatrate. Alles für nur 19,99 Euro im Monat. Jetzt auch mit Tablet-PC. Bestellen Sie jetzt unsere Doppelflat unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele-Columbus-Shop. Tele-Columbus. Bekenne Farbe. Eck mal wieder an. Sag ja zu mehr Charakter. Der Citroën C4 Cactus. Jetzt mit Vollkaskoversicherung inklusive Haftpflicht für 19,90 Euro im Monat. Le cœur, le caractère. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Nach der erfolgreichen Typisierungsaktion für die an Blutkrebs erkrankte Vivian aus Zwickau wird weiterhin Geld benötigt. Schüler des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums haben sich dafür in der vergangenen Woche am zweiten Sponsorenlauf beteiligt. Jeder Läufer hatte sich einen Sponsor gesucht, der einen bestimmten Geldbetrag pro gelaufener Runde zahlte. Zu der Typisierungsaktion hatten sich im Mai über 2000 Menschen registrieren lassen. Da Typisierungen nicht von der Krankenkasse übernommen werden, sind auch dafür Spenden dringend nötig. Drei von insgesamt 12 Schiedsrichtern des FSV Zwickau haben den Aufstieg in höhere Spielklassen geschafft. Toni Wirth pfeift künftig in der Regionalliga. Michel Franke wird in der kommenden Saison die Spiele in der Herren-Oberliga und der A-Junioren-Bundesliga leiten. Philipp Nerger wird künftig als Schiedsrichter in der ersten Kreisklasse eingesetzt. Für den Oberlungwitzer Motorradpiloten Max Kappler steht am Wochenende der zweite Gaststart in der Moto3-WM auf dem Sachsenring an. Die technischen Probleme an seiner Maschine scheinen mittlerweile behoben zu sein. In seinen letzten Rennen in der Moto3 Junior World Championship hatte der 17-Jährige bereits eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Live zu erleben ist er unter anderem am Samstag in der Karthalle zur Fahrerpräsentation. Das Wetter wird präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Zwickau-Land. Wohnservice mit dem Blick fürs Ganze. Am Freitag scheint überwiegend die Sonne. Nur vereinzelt ziehen Wolken über den Westsachsenhimmel. Es bleibt frisch bei Höchstwerten um die 19 Grad. Dazu weht ein starker Nordwestwind. Hier sind die Wetteraussichten bis Montag. Das Wochenende beginnt sonnig und warm. Erst ab Sonntag können einzelne Schauer auftreten. Die Temperaturen sinken leicht und erreichen am Montag maximal 22 Grad. Das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell vom Donnerstag. Das heißt, wir haben noch genau eine aktuelle Ausgabe von Tag aktuell für Sie. Und zwar morgen zur gewohnten Zeit, 19 Uhr bei Television Zwickau. Und natürlich das Ganze auch im Internet, zum Beispiel bei YouTube. Aber in diesem speziellen Falle verweise ich auch mal auf unsere Facebook-Seite. Schauen Sie da mal rein. Das Liken, das kostet nicht allzu viel, aber damit sind Sie immer aktuell, wenn es etwas Neues in der Region gibt. Ich verabschiede mich von Ihnen und sage bis morgen. Tschüss.